Dies ist der eine Teil des Spiels. Der Teil des Spiels, wo es um Dialoge geht, wo man sich durch die Gegend klickt und ja, sich seine einzelnen Sachen zusammen, so zum Beispiel die Konsole zum Speichern oder hier das Dock, um abzudocken und die nächste Mission zu beginnen. Und somit kommen wir dann auch in eine andere Perspektive des Spiels. Der, würde ich sagen, der Ego-Shooter-Perspektive. Gehen wir zu, muss er erstmal natürlich wieder das Spiel laden. So sieht der Ladebildschirm dann immer aus. Ihr habt es schon diesen kleinen Teaser gesehen. Da habt ihr unten rechts dieses kleine Zeichen gesehen, dass er gleich auftaucht. Plus die Render-Szene, die gleich kommt. Also die Render-Szenen sind ja doch echt fantastisch gemacht. Ich meine, das Spiel kommt jetzt, glaube ich, aus 2003, 2002, ich weiß es nicht mehr. Aber dafür sieht das echt schon fantastisch aus. Mann, oh Mann. Auch die Stimmen, diese kommen euch bestimmt, also die Stimme kommt euch bestimmt bekannt vor von William Drake. Ist Synchronisationsstimme von viel bekannten Schauspielern, glaube ich. Ich weiß jetzt keine einzelnen Namen, aber wirklich schon sehr geil. Schauen wir mal an, was passiert. Das machen wir noch. Da wollen wir den armen Kerl da mal retten. Zack. So. So sieht das Spiel aus. Nein, natürlich nicht aus der äußeren Perspektive, so spielen wir nicht, sondern gleich wird der Ego-Shooter reingeschaltet. Geile Grafik. Wirklich sehr schön mit den ganzen Algen, die da durch das Wasser schwimmen. Und die Musik, dazu muss ich echt nichts mehr sagen, das ist einfach nur der Hammer. Lichteffekte. SOS, uns geht's hier wirklich dreckig! Und der arme Hank Bellows, der uns hier schon in die Ohren brüllt. So, erst erkläre ich euch hier alles, wie das Ganze hier funktioniert. Unten links haben wir unsere Panzerung. Nach links, also nach hinten, nach links, nach rechts. Ach, eben zu den beiden Seiten. Und nach vorne. Die blaue Anzeige steht für unseren Schutz gegen EMP-Attacken, aber das werden wir später sehen. Noise, seht ihr da auch noch in der Ecke? Das steht dafür, wie laut wir sind, wie laut unser Motor ist. Das ist auch manchmal wichtig. Speed ist einfach nur, wie schnell wir sind. Und DPTH ist eine Abkürzung für Death. Das steht einfach nur für die Tiefe. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Und rechts haben wir dann noch unsere ganz anderen Sensoren, Generator, Energie. Aber das ist meistens immer alles okay. Rechts daneben unsere Waffe, das ist die Vendetta. Die haben wir hier. Das ist unsere Standardkanone zurzeit. Plus unsere Buzzer, das werde ich noch alles später erklären. Wir fahren jetzt erstmal die Nachpunkte ab und versuchen uns hier durch diesen Canyon zu schleifen, ohne dass uns jetzt irgendwas hier passiert. Denn ich hoffe, das wird eine ganz simple Sache. Der Typ hat uns nicht erzählt, was los ist. Muss man einfach mal dazu sagen. Also angeblich ist er da echt in einer schwierigen Lage. Aber gut, in so einer Gegend weiß man ja nie, was für alles so passieren kann. Wir sind ja mitten auf dem Meer und niemand in der Nähe. Unser Frachter wurde nicht abgeschottet. Also wir lassen uns da auf etwas ein. Der arme William, der weiß, glaube ich, nicht so ganz, was er tut. Aber ich glaube, ich würde nicht anders handeln. Wollen wir einfach mal schauen. Ein bisschen Weltraumschrott ist hier auch. Den kann man außerdem anvisieren mit der E-Taste. Und oben links seht ihr dann, was wird das nochmal gezeigt, das ganze Ding. Das kann man natürlich auch kaputt machen. Muss aber natürlich nicht sein. Aber es macht Spaß. Das Spiel bietet ziemlich viele Sekundärmissionen, denen man auch noch auf den Grund gehen kann. Das werde ich an der Stelle einfach mal jetzt sagen. Wir haben einen Höhlenbruch, beeil dich, Mann! Gut, wir haben einen Höhlenbruch. Ihr bemerkt es, der Typ, der ersäuft da gleich. Wir haben da echt ein dickes Problem. Versucht da so schnell wie möglich hinzukommen. Und wir werden von einer Treibung erfasst, das seht ihr oben. Wir dürfen auch nicht zu weit nach oben, dort ist die Strahlung nicht zu stark. Ja, das Ganze spielt in der Zukunft. Ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt, die Menschheit hat sich unter Wasser zurückgezogen, denn nur hier könnt ihr noch überleben. Alles weiter da oben ist einfach nur verseucht. Könnte man so sagen. Deshalb sind wir hier unten im Meer. Echt abgefahrene Zukunft, muss ich mal sagen. Anders lässt sich das nicht beschreiben. Okay, tauchen wir einfach mal hier weiter. Ich weiß noch nicht mal, ob ich hier überhaupt richtig bin, aber ich meine ja. Die Grafik lässt sich für die Zeit echt sehen. Ist echt fantastisch. So, hier sind wir gleich in dieser dunklen Grube. Okay, hier soll er jetzt, glaube ich, irgendwo sein. Schauen wir mal, ich sehe auf jeden Fall das blaue Signal dort. Ach nee, das war nur das Nachzeichen. Gut, dann schauen wir mal. Guck mal, da unten ist etwas. Reingefallen, Landratte! Und jetzt schnapp ich dich! Das war eindeutig eine Falle gewesen. Gut, scheint so, als müssten wir uns mit dem Typen jetzt erstmal anlegen. Ohne Zivisier das Ganze ein bisschen anstrengen, man muss schon genau zielen. Ich hab wohl noch ein bisschen zu viel gesoffen. Ich verpiss mich lieber. Und der Typ verpisst sich. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Okay, zieh die. Ey, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Oh, verdammt, er zischt einfach ab ins Nichts. Ja, verschwindet in den Tiefen der Meere. Fehlgeschlagen. Verdammt. Ja, was machen wir jetzt? Der hat uns voll verarscht, der Typ.
Und der wollte an unserem Frachter ran. Das geht gar nicht. Gut, dann ziehen wir uns einfach mal zurück und schauen mal, dass hier nichts weiter passiert jetzt. Ich glaube, am besten lieber zurückkehren. Das war ein ganz mieses Kommando von den Bellows. Tja, das ist knallhart hier. Was geht denn jetzt ab? Oh, oh. Ich glaube, wir sind verlassen. Das ist ja zu einfach. Ich glaube, wir haben ein Problem. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir werden so gerade gekentert und das könnte jetzt sehr, sehr schlimm enden. Ich versuche da so schnell wie möglich reinzukommen. Ich glaube, es ist eh schon zu spät. Ja, guck mal, da hat man es wieder. Der Drake, der ist anscheinend wirklich noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Denn sonst hätte er sich nicht auf so Mist eingelassen. Weil ich glaube, kein normaler Mensch würde einfach so seinen einzelnen Frachter da unabgeschottet da zurücklassen, nur um irgendjemanden da zu retten. Naja, gut, ein gutherziger Junge. Vielleicht sogar ein bisschen dumm, aber wer weiß das schon. Wir werden noch einiges über diesen Charakter hier erfahren und auch über die anderen Leute, die sich hier gerade einmischen. Weil das ist jetzt nicht ganz ohne. Ich meine, jetzt wird hier unser Frachter gestohlen. Oh Gott, und wir können einfach nur jetzt versuchen, rechtzeitig da noch anzukommen. Naja, ich glaube, da lässt sich nichts mehr beimachen. Ach, wir haben alles offen gelassen. Shit! Schön. Versuchen wir es mal. Mal sehen, was uns erwartet. Vielleicht wird es ja auch gar nicht ganz so schlimm. Vielleicht sind die Leute ja auch freundlich. Oder wirklich gleich voll den Arsch gesucht und sind tot und das Spiel ist vorbei. Aber ich glaube, mit ein bisschen Denkarbeit könnt ihr euch denken, dass das so schnell hier nicht enden wird. Wir aktivieren den Autopiloten und schwimmen jetzt zurück in unsere kleine Bucht. Da wird, ja, kommen schon die Undock-Systeme und erwarten uns schon. Schön. Ja, wir sind zurück zum Frachter gekommen. Mehr sollten wir nicht erledigen. Es gibt keine Bonusziele. Wir sind jetzt einfach da. Schön. Das wär's dann soweit. Gehen wir noch einmal zur Brücke und informieren uns, was da jetzt los ist. Das will ich ja zumindest noch wissen. Mal sehen. Amitabh heißt der Typ hier. Okay, mal sehen. Was willst du, Mart? Vielleicht eine Antwort? Falscher Ort, falsche Zeit. Jedenfalls für dich, Mart. Und wir werden natürlich perfekt empfangen. Wir kriegen mal wieder keine richtige Antwort. Sowas habe ich schon fast erwartet. Ja, klasse. Mensch, dann gehen wir erstmal zum Dock und speichern erstmal ab bei der Konsole. Wir machen nächstes Mal weiter bei dem Spiel hier. Wir machen nächstes Mal weiter. Und dann schauen wir mal, was uns das Spiel als nächstes bringen wird. Wir werden die ganze Mannschaft da kennenlernen, die gerade unser Schiff da gekidnappt hat, könnte man sagen. Und dann schauen wir, was passiert. Ich hoffe, ihr seid weiterhin gespannt auf das Spiel. Wir sehen uns nächstes Mal bei Aquanox 2. Und dann machen wir weiter. Das Augenklatscher-Auge sagt Tschüss. Augenklatscher. 5 auf die Augen. Ich zuerst. So